Früher gern. Früher. Da war alles besser. Den Spruch haben ja sicher alle schon mal gehört, hä? Stimmt ja. Und wenn die kleinen Geschropper unter euch mir das nicht glauben wollen, dann auf jeden Fall am Far Cry Primal. Da sind das nämlich. Zu der Zeit, jetzt ist schon ein bisschen länger her, da war man noch richtig happy. Du hast überall schöne große Blumen im Garten gehabt, die Steaks hast du noch problemlos blutig nüssen können und wenn da einer blöd komm ist, dann hat's einfach einen Klock mit der Kühler gehabt. So war das. Alles ein bisschen einfacher, gleich klarer. Allein ich die Frage gut oder böse hast schnell beantwortet. Wer das tut, was du willst, ist gut und der Rest, da wären wir wieder bei der Kühler. In der Welt von Far Cry Primal müssen wir unser kleines Dorf aufbauen und schauen, dass der Stamm überlebt. Da findet sich immer jemand, der um eine Kühlermassage bettelt. Da gibt's zum Beispiel einen Stamm von Neandertaler, praktisch die ortsansässige Evolutionsbremse, der einer helfen in die Geschichtsbücher. Wir? Genau, mit der Kühler. Denn hat's da auch noch ein bisschen ein fortschritteneres Völkle, so Sonnenanbeter. Die kriegen auch Schläge. Warum? Ne blöde Frage, so halt. Kühler und fertig. Also der Nahkampf in Primal ist jetzt nicht unbedingt besonders präzise. Eher wilde Schlägerei. Aber es tut's. Und im Zweifelsfall griffst halt zum Schießgerät. Das macht auch mehr Spaß. Wir merken langsam, in Far Cry muss der Held nicht der große Denker sein. Im Spiel trifft er ständig Leute, die ihm erklären, was er tun soll. Hol das, jagt das Tier, rettet einen Orner, bringt einen anderen um. Es gibt viel zum Tun, aber halt leider immer dasselbe. Es ist die ganze Karte voll mit immer wieder demselben Zeugs. Wer schon mal ein Far Cry gespielt hat, der kennt das Prozedere. Jetzt halt für Höhlenmenschen. Du erkundest, du eroberst. Ignamne Leuchtfeuer und Stützpunkte dienen da als Schnellreisepunkte. Und die brauchst du, weil die erste Zeit geht's nur zu Fuß durch die Botanik. Die Fauna und Flora ist schon ein bisschen bissig. Aber wir als kreative Jäger und Sammler können uns aus allem nützliches Equipment zusammenbasteln. Unser Reserve-MacGyver da, der macht alles selber. Bögen, Speer, Enterhaken, Bienenbomber, you name it. Raketenwerfer findest zwar in dem Jahr 1000 Korn, aber der kleine Säbelzahntiger ist auch kein schlechter Ersatz. Auch wenn's zuerst einen wilden Drogentrip braucht, bevor ihr mit einer Viecher reden kann. Und dann sammelst du wie Pokémons. Weil im Kampf sind sie echt nützlich. Du kannst sogar eine Hühler als Drohne einsetzen. Ich habe keine Zweifel, dass das wirklich damals so war. Aber da davon mal abgesehen, fühlt sich die Urzeit im Primal sehr echt. Fast lebendiger. Die Welt und die Figur, da hat Ubisoft ganze Arbeit geleistet. Das muss man sich mal vorstellen. Für die Stämme sind eigene Sprache erfunden worden. Nur blöd, dass man dann der Yoda für die Untertitel angestellt hat. Was soll das bitte sein? Höhledeutsch oder was? Ah, das Gugu-Gaga-Niveau blieb leider auch bei der Story. Da darf man sich kein Oscar-Kino erwarten. Aber was soll's. Oh, wenn das Stück sie aber nicht wirklich überzeugt, die Kulisse ist echt grandios. In der Welt von Far Cry Primal kannst du viele spannende Stunden verbringen, bis du dann halt drauf kommst, dass die keinen Schritt vorwärts bringt. Oder wenn ihr letztes Mal die Keule bemühen darf. Genau richtig, zum Zit-Totschlager. Merci fürs Zuschauen. Man sieht sich auf Vorarlberg Online. Udam Warwife! Smarka! Smarka!